Willkommen zu einer neuen Episode von OMSI 2, der Omnibus Simulator. Und wir stehen hier auf der neu erschienenen Karte Steinkirchen mit dem O307 in der zweiten Version. Ja, das ist jetzt echt mein dritter Aufnahmeversuch, dass ich jetzt endlich mal auf der Karte fahren kann. Und ich bin zuversichtlich, dass es jetzt endlich klappen wird. Ich erzähle gleich mal auf der Fahrt, woran es jetzt bei den ersten beiden Malen gescheitert ist. Das ist nämlich ganz schön, ja, sagen wir mal, aufwendig gewesen. Das wieder zu, ja, reparieren alles. Aber egal, wir setzen uns erstmal in den Bus, starten den Bus. Ich habe übrigens auch schon geschildert, sieht man natürlich hier auch, aber irgendwie werden die Räuberndateien nicht angenommen von dem O307. Frage ich mich echt warum, weil es sind eigentlich welche mitgeliefert worden. Ich habe eigentlich auch die richtige Hofdatei da drin, aber fragt mich nicht, ich weiß es leider nicht warum. Das leider nicht funktioniert. Wir fahren die Linie 12 vom Dorfplatz in Oststeinbeck bis zum Wermundsee. Und dann halt dort die Bergbahn. Das ist sozusagen, ja, da hinten ist so ein Touristenviertel, sagen wir jetzt einfach mal. Und ihr werdet es dann schon sehen. Also es werden schöne Straßen dahin sein. Also es werden Serpentinen dort auch fahren. Wir werden dort auch Serpentinen fahren. Boah, die Hitze setzt einem ein bisschen zu. Ja, also wird lustig, sag ich mal. So, Motor an. Ist natürlich auch wieder ein Schaltbus. Wie soll es auch anders sein? So, jetzt habe ich natürlich total vergessen, das Wetter hier einzustellen. Nehmen wir mal reales Wetter Hamburg. Das wird lustig. So, Dachluken natürlich auf, weil es ist warm. Es sind, glaube ich, so knapp 30 Grad draußen. Mindestens. Nein, also gefühlt sind es... Gefühlt ist es so warm, aber... Ja, kann natürlich auch weniger sein. So, die rote Schrift funktioniert natürlich mal wieder nicht. Aber ich weiß, wann ich los muss. Nämlich um 13.06 Uhr. Also habe ich noch so circa 2 Minuten. Ja, einmal hier kurz durch den Bus gehen. Das ist halt hier O307 in der zweiten Version. Nichts Spezielles. Das Repaint hier, das ist mitgeliefert worden, glaube ich. Oder es war in einem separaten Repaint-Pack. Ich bin mir gerade nicht mehr so ganz sicher. Eines von beiden auf jeden Fall. Aber ja, das war halt hier mitgeliefert, deswegen habe ich mir auch mal gedacht, dass ich den hier nehme. Und ich mache das jetzt mal eben so, dass hier sozusagen so eine Art Durchzug herrschen würde, sodass hier die Luft reinkommt bei der einen Dachluke und bei der anderen Dachluke wieder die Luft rauskommt. So hat man dann sozusagen einen konstanten Luftwechsel. Das wäre eigentlich ziemlich sinnvoll, wenn das so klappen würde. So. Dann würde ich doch mal sagen, rücken wir vor. Ich mache mir gleich nochmal eben die Hilfspfeile an. So. Wow, was für ein Déjà-vu, als ob ich hier nicht schon eben einmal stand und hier vergeblich versucht habe, irgendwie was zu sehen. Das hat auch bei den ersten paar Mal nicht... Oh, das klappt. Das klappt von der Sicht her. Das ist gut. Das heißt übrigens Déjà-vu, nicht Déjà-vu, fällt mir gerade auf. Déjà-vu, so sprechen das nur die Engländer aus, weil die irgendwie kein Ü können. So, dann fahren wir mal vor hier zur Einstiegshaltestelle. Das war hier nämlich nur der Pausenplatz. Und dann erzähle ich so ein bisschen mal was, ja, über die Karte. Und noch über meine ersten beiden Versuche hier was aufzunehmen. So, ist ja übrigens ein schöner Bus. Aber das braucht man ja nicht anmerken. Das sieht jeder. Ah, der will einen Fahrschein. Willst du eine... Ja, er will eine normale Karte. Danke. Gut. Ich sehe das hier nicht. Die rote Schrift ist ausgefallen. Oh, und ich mach den Ventilator hier mal an. Das Teil finde ich auch echt cool. So, wie sieht's jetzt sonst aus mit der Zeit? Ja, komm. Wir können gleich losfahren. Gleich. Ist nämlich gleich 13.06 Uhr. Und dann, ja. Wir fahren hier über Hasefeld. Oh, Hasefeld. Das ist ein Dorfname hier aus der Nähe. Ich glaube, Nachbarlandkreis dürfte das sein. Also im Nachbarlandkreis dürfte das Dorf liegen. Kutenholz liegt sogar noch im selben Landkreis. Wow. Das ist cool. Hier finde ich einfach mal so ein paar Dorfnamen aus der Umgebung, wo ich wohne, auch wieder. Das ist echt cool. So. Dann fahren wir jetzt mal los. Ich fahre natürlich wie immer im zweiten Gang an. Wie soll es auch anders sein? Weil der erste Gang ist ziemlich klein. Aber ich kann ja auch gleich einmal mit dem ersten Gang anfahren. Und natürlich immer noch hier schön... Tastatursteuerung, aber ich werde vielleicht auch in einem Teil... Oh, ja, die Kreuzung ist fies. Hier sollte man aufpassen, nicht den Bordstein mitzunehmen, aber auch nicht die Autos auf der anderen Seite. So, aber die Karte. Die Karte ist jetzt am Samstag erschienen, am letzten Samstag.
Und es gibt zwei reguläre Linien, einmal die 12, die wir hier jetzt fahren, und einmal die 14. Die 14, die fährt auch noch so ein bisschen mit in die Stadt hinein. Und dann gibt es noch diverse verschiedene Sonderfahrten. Also es gibt Schulbusse, es gibt... Oh, da ist eine Haltestelle. Ich sollte mir vielleicht eben die Hilfsweile anmachen. Also den Teil hier kenne ich ja noch gut genug, fällt mir gerade so ein. So, ich mache mir hier mal eben Hilfsweile an. Also, es gibt diverse Sonderverkehre wie Schulbusse. Da werde ich definitiv auch mal einen von fahren, weil ich finde Schulbusse immer cool. Da kann man immer noch mal mit so richtig schön alten Bussen ankommen. Es ist ja auch in der Realität noch so, dass es da so richtig schön alte Busse gibt. Dann gibt es auch noch einen, ja, wie nennt sich das, so eine Tagesfahrt? Also so eine Art Reisebus. Da fährt man sozusagen mit einer Schulgruppe. Oh, da haben wir es auch übrigens. Ich mache einmal kurz Pause hier. Reisebus, Ansage abspielen. Da fährt man sozusagen mit so einer Schulklasse hier durch, über die Karte. Und, ja, da zeigt man so ein paar Sehenswürdigkeiten. Und dann gibt es noch extra eingesprochene Ansagen dafür, die so ein bisschen halt den Reiseführer nachmachen sollen. Also so eine Art Reiseführer darstellen sollen. So. Da steht's übrigens auch. Reisegruppe Richtung Bergbahn. Da fahren wir übrigens auch hin zur Bergbahn. Also da hat man schon sich einige Gedanken gemacht und wirklich auch mal einige Sachen mit hineingebracht, die es vorher noch nicht so gab. Sondern der Kreisverkehr ist blöd, weil wenn die hier blinken, dann wollen die nämlich nicht hier raus. So, ich nehme jetzt doch einmal den ersten Gang. Ich komme hier sonst nicht voran. Aber der ist halt, wie gesagt, ziemlich klein. Also, Glinde, das liegt in der Nähe von Hamburg. Also, wie gesagt, wenn die blinken wollen, dann wollen die nicht raus, sondern dann wollen die, ja, was anderes. Dann wollen die einfach im Kreis drinnen bleiben. Das ist natürlich nicht normal und deswegen, ja, nicht so schön. Aber es ist bislang noch kein Unfall passiert bei meinen zwei vorherigen Fahrten, ja. So, dann sind wir jetzt hier am Kurt-Körber Naturgymnasium. Ja, der Bus hat jetzt leider keine Ansagen. Aber es war ja eh so, von... Hallo. So wie ich das gehört habe... Hallo. Einmal normal, bitte. Ja, einmal normal. Ich glaube, die Zeit muss ich noch nicht umstellen. War es so gedacht, dass es keine richtigen Ansagen sind, wie zum Beispiel in modernen Bussen, sondern so, dass der Busfahrer das immer noch so durchgerufen hat. Also jetzt zum Beispiel, ich drehe mich einmal nach hinten. Nächste Haltestelle, Kurt-Körber Naturgymnasium. Ich mache einfach mal diesen Deckel da auf. Egal. So, wie sieht's von der Zeit aus? 13.09 Uhr. Ich glaube, ich bin noch ein bisschen früh. Ja, da wollte ich gerade gar nicht. Ich bin pünktlich. So, dann mal weiter. Also es sind keine so richtig modernen Ansagen, sondern halt wirklich, als ob der Busfahrer das immer noch selber durchrufen würde. Das könnte ich jetzt natürlich machen, aber dann müsste ich eben die nächste Haltestelle wissen. Aber ich glaube, wir fahren über... Ich weiß es gar nicht. Ja, wir müssen jetzt zweite Ausfahrt nehmen. Ich bin vorsichtig. Der blinkt, der will weiterfahren. Nee, der will sogar rausfahren. Okay, das ist fies. Manchmal wollen die rausfahren, manchmal wollen die nicht rausfahren. So, hier treffen wir auch schon so ein bisschen auf die... Ui, sagen Sie, können Sie mich mal anständig fahren? Seid ihr denn heute so empfindlich? Da sind wir übrigens jetzt gerade auf den Linienweg der 14 auch getroffen. Wenn wir nämlich jetzt die Erstausfahrt genommen hätten, dann wären wir nach Steinkirchen gekommen. Aber die Linie 14, die werde ich mal wann anders fahren. Und auch mit einem anderen Bus. So. Die Haltestelle dürfte, glaube ich, Nesselwang sein, soweit ich mich jetzt erinnere. Ich müsste da noch einmal nachgucken. Nesselwang, Grandeswerder Straße oder so ähnlich. Also, genau, ich wollte ja noch erzählen, meine ersten beiden Fahrten. Also, bei der ersten Fahrt habe ich mir natürlich auch vorgenommen, hier mit dem U307 zu fahren. Der hat aber aus irgendeinem Grund nicht funktioniert. Ich habe immer, wenn ich den spawnen wollte, eine Zugriffsverletzung erhalten. Also habe ich mich auf etwas Ähnliches geeinigt. Nämlich auf den U305. Hat aber auch nicht so ganz funktioniert. Da gab es irgendwie so ein kleines Problem, dass... Sobald ich den gespawnt habe, war der Motor an. Der ist schon losgefahren. Aber das Problem ist, ich habe den Motor nicht ausbekommen. Also habe ich mir gedacht, da muss irgendwas mit dem U305 kaputt sein. Da ich dann keine Lust hatte, gestern Abend das noch alles so zu reparieren, habe ich mir dann einfach mal überlegt, ja, komm, hallo, suchst du dir einen anderen Bus aus. Habe ich mir den Setra S317UL ausgesucht.
Das Problem ist natürlich mit dem Bus, der ist ein bisschen, ja, sagen wir mal, lang. Und ich kann mir gut vorstellen, dass die Serpentinen damit nicht so lustig gewesen. Dass die damit nicht so lustig gewesen sein werden. Was? Moment mal. Das hat gerade keinen Sinn ergeben. Also, die Serpentinen wären damit nicht gerade lustig gewesen. So einfach. Oh, hier sind Straßenschäden. Ich sollte ein bisschen langsamer fahren. Ich glaube, das war gerade sogar ein 30er-Schild. So, Nesselwang am Gleis. Ah, hier darf ich auch wieder 50. Also. Und ja, dann bin ich erstmal mit dem 317 UL gefahren. Dann ist mir aber aufgefallen, oh nein, da fehlt eine Kachel. Das war natürlich ein bisschen blöd. Es war sehr blöd. Dann habe ich die Fahrt abgebrochen. Dann habe ich mir nochmal in dem Thread so ein bisschen schlau gelesen. Habe dann gesehen, ah, mir fehlen so komische Objekte von Krummenab oder so ähnlich, oder Oberpfalz 3D. Also, ich glaube, das war eigentlich auch nur ein Spline, warum auch immer der nicht dabei war. Aber wie gesagt, ja. Habe ich den installiert, hat alles wieder geklappt. Ich habe natürlich nachgeguckt, ob das jetzt da vorhanden war, und es war natürlich vorhanden. Also habe ich mich jetzt da rangesetzt. Ah, nee, Moment mal. Vorher habe ich dann noch den O305 repariert, weil ich mich da auch einmal schlau gelesen habe. Lass er mich durch? Nee, der fährt einfach nur langsam und will mich stoppen. Nee, der lässt mich echt durch. Danke. Achso, ich sollte vielleicht auch mal einen schnellen Gang nehmen und nicht irgendwie in einem so ziemlich späten Gang anfahren. So, Bahnhof Nesselwang. Boah, da haben wir sogar eine DFI-Anzeige. Wow. Das ist interessant. Ich bin anscheinend sogar pünktlich. Ich dachte, ich wäre jetzt voll früh. So, hier sieht man auch schon Schulbus Bahnhof Rothenburg. Ah, den werde ich auch definitiv einmal fahren. Ah, da kommen noch mehr Leute. Das ist auch cool. So. Ich will gerade mal eben auf den... Da wollte ich hin. Wir haben es jetzt sicherlich schon ein bisschen später. Ich stelle jetzt einfach mal auf 13.12 Uhr. Es gibt ja immer so diese Toleranz von 5 Minuten. Da habe ich jetzt auch nicht wirklich so... Oh, ein Gelenkbus! Auf der Linie 14. Und der fährt natürlich voll durch die Insel da. Das war auch echt super. Egal. So, Steinkirchen, Bahnhof Reichenbach. So, dann wollen wir mal weiterfahren. Ah, wir haben gerade sogar grün. Will ich mich doch einmal beeilen, wenn wir gerade hier schon grün haben. So, aber dann habe ich halt, wie gesagt, den O305 repariert. Hat alles wieder funktioniert. War nur das Problem, der Bahnhof hatte... ein Kachelfehler hier, also da, wo wir gerade eben waren, da hat das auch nicht ganz funktioniert. Also habe ich die Fahrt abgebrochen und dann war es halt auch schon so spät. Habe ich mir so gedacht, nee, mache ich das morgen. Ja, habe ich nachgeguckt, was fehlte? Der Wasserfall von Waldheini, also dem Erbauer von Edbruck und Blankwitz. Blankwitz wollte ich übrigens auch mal fahren. Und habe ich den installiert und ja, das ist jetzt hier die dritte Fahrt und ich hoffe einfach mal, das funktioniert jetzt. Und oh, jetzt muss ich mal eben nachgucken. 12 über... Gutenholz. Ich fahre da sogar drüber. Das ist gut zu wissen. Sollte ich vielleicht mal vorher nachgeguckt haben. So, also wir fahren leider nicht direkt. Wobei, was heißt leider? Wir sehen halt mehr von der Karte. So. Und ja, wie gesagt, das ist jetzt hier die dritte Fahrt. Also mein dritter Versuch. Und bislang läuft alles gut. Aber ich will jetzt nicht irgendwie... mehr dazu sagen. Aber ich habe natürlich einmal die Karte nochmal komplett im Editor überflogen. Also da waren alle Kacheln da. Aber es kann natürlich immer nochmal was schief laufen. Was ich nicht hoffe, aber... wie gesagt, es ist alles möglich. So, hier sollte ich mal nicht so schnell fahren, angesichts der Fahrgäste, die ein bisschen empfindlich heute sind. So, hier darf ich dann schon wieder schneller fahren. Nein, in der Kurve will ich noch nicht so schnell fahren. Ist nicht so schön. Wir wollen hier ja keine Achterbahnfahrt machen. Oh, Einhaltewunsch. Wuhu, es wollen mal Leute aussteigen. Ah, schade. Ich dachte, ich könnte jetzt gerade mal eben so schön schnell fahren. Aber nee, leider nicht. So, wir müssen hier jetzt abbiegen. Und kriegen wahrscheinlich jetzt auch schon grün. Ja, das ist doch super. Perfektes Timing. Und... warum fährt der denn nicht? Ach komm. Jetzt muss ich hier extra noch ein... dann wollen wir noch mal gucken. 11 Minuten! Ist klar. Ich habe jetzt extra mal
den Unfall hier wirklich gemeldet und dann 11 Minuten und keine 3, 4, 5 Minuten. Es war auch kein schlimmer Unfall. Ich bin ja doch nur hinten drauf gefahren und das mit keine Ahnung wie viel km/h.